Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Cities Skylines. Genau, wir haben was vor. Nämlich, wo ist das Interface? Ach so. Immer wieder falle ich drauf rein. Nämlich hier erstens eine Infrastruktur zu schaffen, um diesen Weg ein wenig zu entlasten. Die wollen da halt alle hinten auf die Autobahn rauf. Wird mir was einfallen, wie ich das mache. Und zweitens wird dieser Bezirk industriemäßig, forstmäßig hier vorgezogen. Und hier wird es weitere Wohnbereiche geben. Ob die nun gefragt werden oder nicht, ist eine andere Sache. Letzten Endes ist es aber so, dass hier dann letztendlich doch irgendwie besiedelt werden. So ist es ja nicht, dass wir da komplett drauf sitzen bleiben würden. Komme ich hier unten drunter durch irgendwie? So wie ich das jetzt sehe, gerade noch nicht. Ich mach mal hier dieses Alignment-Tool aus. Aber auch das wird nichts. Was heißt denn das, was er jetzt mir hier gerade anbietet? Nee, ich will nicht auf die große Autobahn. Ich möchte gerne da unten drunter durch. Und infolgedessen hier rüber. Genau, geht. Geht, geht, geht. So ist schön. Gut. Warum das? Weil gerade die Industrie gefragt wird. Ich finde es total erstaunlich, dass Industrie gefragt wird und auch Kommerz, aber keine Wohngebiete. Und das, obwohl es überall Arbeitermangel gibt. Ah, na gut, so ist das eben. Und gemessen daran müssen wir das jetzt mal akzeptieren. Wohin geht's denn da lang? Bis da hinten hin. Okay. Das hier ist quasi die grüne Industrie. Da sie ja keine Umweltverschmutzung verursacht. So. Diese ganze Kreuzung hier ist immer noch ein bisschen blöd geregelt. Da muss ich mir nochmal Gedanken drüber machen, wie wir das anders hinkriegen. So. Jetzt hatte ich aber gesagt, brauchen wir ein paar Infrastrukturpläne. Nummer eins wird sein, dass das hier nicht so eine kleine Straße sein kann. Also müssen wir hier updaten. Was gar nicht möglich ist, weil da ein Park ist. Aber den nehmen wir dann auch weg, das ist kein Problem. Stopp, das gibt ein Problem. Achso, nee, doch nicht. Dort hinten wird Strom versorgt, dann ist alles gut. Dann kann diese Leitung ja weg. Gut, dann können wir hier auch weiter spielen lassen. Wir sind im Update-Tool, genau. Hier haben wir wieder Spielplatz und sogar eine Feuerwehrwache. Das verlege ich aber ganz einfach, ist ja kein Problem. Das finde ich ganz cool an dem Spiel, dass man so eine Sachen einfach verlegen darf. Ort ist bereits belegt, da ist ein Krematorium im Weg. Kriegen
kriegen wir auch hin. So. Gut. Alle weiteren Straßen können klein bleiben. Wir müssen hier mit den Zonen etwas nachsteuern. Okay. Genau, dann war hier noch ein Spielplatz. Der geht an der Stelle natürlich gar nicht. Den verschieben wir auch einfach mal dahin. Ich glaube, das war blöd. Das hat natürlich nicht gereicht. Den verschieben wir dahin. Dann kann man nämlich die Straße auch updaten. Dann gibt es hier noch ein Zonen-Update. So. Denn es wird wieder zwei Einbahnstraßen geben. Wie es immer bei mir der Fall ist. Eine von diesen beiden Einbahnstraßen wird hier lang gehen. Okay, damit es jetzt hier keinen Stromausfall gibt, muss ich hier kurz... Oder haben wir eine andere Verbindung? Hey, wir haben mittlerweile eine andere Verbindung. Das ist doch gut, dann können wir das ja auch entfernen. So. Kann etwas seichter sein. Ich glaube, wir fangen ungefähr hier an damit. Ja, doch, genau, das müsste reichen. Ah, warte mal. Wir können das noch schöner machen. Indem wir hier direkt rangehen. Ein bisschen näher muss es noch sein. Da. Das war zu dicht. Den Teil hier hatte ich ja vorhin improvisiert. Ist jetzt natürlich alles nur mäßig schön dadurch. Gut. Und wir brauchen nochmal einen gegenläufigen Weg. Der beginnt hier. Geht dann natürlich entlang der Küste. Sehr schön auch, wie sich hier die Brücken bilden von alleine. Interessant wäre jetzt für mich, was passiert, wenn ich hier runtergehe. Ob ich hier unter der Bahn entlang komme. Und das sieht ganz gut aus, finde ich. Dann benutzen wir doch den Weg genauso. Denn, ja, hat was. Gefällt mir gut. Und hier gibt es jetzt gleich so eine Art Wendezone. Denn ihr ahnt es bereits. Diese ganze Strecke funktioniert natürlich als geschlossenes System erstmal auch als Kreisverkehr.
Nichtsdestotrotz erlauben wir hier hin und her fahrende Fahrzeuge. Alles andere würde ja den eigentlichen Zweck gerade außer Kraft setzen. Wie sieht's denn aus? Kommen wir hier durch? Nee, kommen wir nicht. Doch, kommen wir. Aber das Ganze wird etwas tricky. Nämlich muss ich bis hier drüben auf diese Ebene gewechselt haben. Doch nicht. Warte mal. Irgendwie funktioniert das mit diesem Bagger nicht so, wie ich es gerne hätte. Nach wie vor nicht. Das ist, fällt mir immer wieder auf. Ah ja. So ist das schön. Gefälle zu steil. Inwiefern das denn? Geht doch. Gut, das wäre Nummer 1. Nummer 2 ist, dass es hier Auf- und Abfahrten geben wird. So. Es gibt beispielsweise hier eine Auffahrt nach oben zu der Autobahn. Allerdings nicht so rum, das sieht ganz schön blöd aus. Machen wir erstmal so. Und wenn dann so, logischerweise. Und auf der anderen Seite können wir genauso gut runterfahren. Das wäre natürlich cool. Na, ich glaube, hier brauche ich dieses Direktbautool. Das andere habe ich gar keine Chance gerade. So, runter von der Autobahn. Und dann nehmen gleich die ersten Fahrzeuge genau diesen Weg. Sehr schön ist das. Weil das zeigt mir, dass es nicht ganz bescheuert war. Auch wenn sie alle hier diesen Wechsel machen. Der wiederum total bescheuert aussieht. Und ich habe so die Vermutung, dass die eigentlich darüber wollen. Und mir fällt nicht ein, warum wir es ihnen nicht erlauben wollten. Also quasi, ich will diese Kreuzung gleich aussparen. Und ihr seht hier, die ersten fahren direkt den Weg. Also scheine ich da nicht direkt falsch gelegen zu haben. Staunen die sich dahinter? So, da sind wir wieder. Wo war ich denn jetzt? Achso, genau, hier ist diese Auffahrt neu. Ich wollte gucken, warum es sich hier so staut. Naja, einfach wegen der Kreuzung wahrscheinlich. Die kriegt den Verkehr nicht so schön weg, wie sie es eigentlich sollte. Na gut. Aber ihr seht jetzt schon, dass sich dieser Weg mittlerweile auszahlt und auch genutzt wird und wahrscheinlich diesen Bereich ein wenig entlastet dadurch, nämlich für Müllabfuhren und auch für all die anderen kleinen Wege, die es hier so gibt. Was ich jetzt noch mache, ist hier den Weg teilen, diese Ausfahrt meine ich,
Denn ich bin ziemlich sicher, dass wir auch Leute direkt hierhin fahren lassen können. Ja, obwohl diese kleinen Bereiche hier natürlich immer zu Problemen führen. Weiß ich noch nicht, ob es mir gefällt. Genauso wie mir hier diese Einbahnstraße nicht mehr gefällt. Ich will kein Land kaufen. Ich möchte gerne diese Straße hier ein wenig verbreitern, weil man mit der Zeit jetzt gerade einfach erkennt, dass das nötig ist. Hoppala, was ist da passiert? Ach so, das war vorher eine Zweirichtungsstraße. So, jetzt ist es wieder eine Zweirichtungsstraße. Ich werde auch hier nochmal eine Veränderung vornehmen. Achso, ich bin im Verbesserungsmodus. Alles, was ich gerade machen würde, ist eigentlich eher eine Verschlimmbesserung. Na, mal schauen, wie ich hier rüberkomme. So schon mal nicht, okay. Verstehe, ist ja auch gleich gut. Die Fälle zu steil. So. Hier komme ich nicht durch ohne weiteres, würde ich sagen. Ich sehe da unten ziemlich viele Stützen. Was natürlich echt schade ist. Denn genau das war mein Plan. Dann machen wir das anders. Das hier irgendwie hin. Da nicht. Ich bin zu hoch an dieser Stelle. Ich bin zu hoch. Und der Bagger hat schon wieder nicht funktioniert. Boah, ich hasse das. Das hier geht auch zu hoch. Warum habe ich das so hoch gebaut an der Stelle? Das reicht auch so vollkommen. Gut. Gut. Nee, nicht gut. Das ist schon wieder zu hoch. Warum? Wahrscheinlich, weil hier... Oh. Wenn hier die Landschaft runtergeht, kann ich hier selbst auch runtergehen. Das mal so. Komm schon. Gut. Jetzt sehe ich eigentlich keinen Grund, warum es ihm nicht möglich sein sollte, daran vorbeizukommen. Mann, ist das nervtötend. Jetzt ist es die Autobahn, die im Weg ist.
Na gut, es geht nicht. Sehr schade, weil das hat zur Folge, dass ich irgendeine andere dämliche Konstruktion machen muss. Ich probiere doch nochmal was. Ich habe nicht gerade was gesehen. So. Wie gesagt, ich werde jetzt leider irgendeine andere dämliche Konstruktion machen müssen. Dazu gehört jetzt die, die ich jetzt anfange. Ich habe es gesehen, dass es geht. Also tu jetzt nicht so, als würde es nicht gehen. Da. Ja, jetzt ist die Bahn im Weg. Ich bin zu weit oben. Ich muss also es schaffen, ein Level weiter runter zu kommen. Und da drüben Fuß zu fassen. Auch gesehen, dass das geht. So ist es nicht. Na gut, wir können das so machen. Und so. Und was stört ihn jetzt schon wieder zum Teufel? Die Bahnlinie. Na gut. Ich bin zwar schon unten drunter durch, aber was soll's. Wir probieren das einfach nochmal. Er will es nicht, dass ich das schaffe. Ich glaube, das liegt daran. Es gibt hier ein Programm, das dafür sorgt, dass ich das hier nicht schaffen soll. Wir machen es mal anders. Guckt mal, das geht doch einwandfrei. Sogar bis nach unten. So. Gut. Und weil das Bild nicht schon bescheuert genug aussieht, gehen wir hier nochmal hoch. Und hier wieder runter. Und in 10 Folgen schreibe ich, what the fuck habe ich mir hier gedacht. Wir können ja jetzt... Oh, soll ich es wirklich riskieren? Nee, ich riskiere es nicht. Gut. Bauarbeiten aus. Vielleicht fährt ja irgendwann mal irgendjemand da lang. Gut. Wie sieht es denn eigentlich mit den Ressourcen aus? Naja, Force ist hier schon eher nicht mehr. Ich glaube, das ist eher so eine Frage dessen, wie viel wir davon ansiedeln. Hier geht Forstwirtschaft ganz gut, habe ich gesehen. Hier können wir auch nochmal einen Weg reinbauen. So. Was soll ich sagen? Die Einwohnerzahl bleibt konstant. Und sie weigern sich tatsächlich hier einzuziehen. Obwohl, jetzt ist es gerade etwas grüner geworden und das war es auch schon wieder. Hey, da ist ein neues Wohnhaus. Und da auch und da auch. Und das war es auch schon wieder.
diese Straße hier wird vereinzelt benutzt. Ja, nicht so, wie ich es gerne hätte. Dafür wird diese Ausfahrt hier viel zu viel benutzt und die andere viel zu wenig. Hm. Auch blöd irgendwie. Zumindest, dass die hier auf die Straße kommt, ist blöd. Ich überlege, ob wir hier die Richtung der Einbahnstraße ändern. Können wir das machen, dass ich mit der Ausfahrt von da komme? Das wäre, glaube ich, noch eine Idee. Ich komme mal eine höher. Gehe mit dieser Ausfahrt hier rüber. Gehe dann natürlich tiefer. Der Ort ist bereits belegt. Ich bin nicht mal überrascht. Nee, komm, nicht von da, sondern von hier. So. Und von diesem Punkt aus ändern wir jetzt die Einbahnstraßenregelung. Hoppala, jetzt ist es hier ganz leer. Was ist los? Jetzt fahren sie alle da lang. Auch gut. Weit so wie möglich runter. Das hätte ich vielleicht schon vorher anfangen müssen. Nein! So. Zu dicht dran baut. Wenn man zu dicht dran baut, dann führt es halt zu dieser Meldung, Ort ist schon belegt. Naja, doch so. Gut. Alles klar, ich finde, wir verteilen den Verkehr jetzt dadurch besser. Überhaupt läuft es jetzt zurzeit ganz gut. Und weil das so ist, mache ich an dieser Stelle Schluss für den Part. Wir gucken nochmal hier hin. Und stellen erleichtert fest, dass es schon das eine oder andere Wohnhaus gibt. Nicht viele, ich weiß. Aber es wird. Die Richtung stimmt, wenn ihr so wollt. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst euch mir ein Like da. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Part von Let's Play City Skylines. Bis dann, ciao, euer Nevis.